Aha, und guten Morgen zu dieser Aufnahme für Wayfarer. Wir sind bei 700 stehen geblieben und tasten uns weiter in Richtung 25.000 vor. Wie immer wollen wir dieses freudige Ereignis damit beginnen, uns das Thumbnail von heute anzuschauen. Da haben wir nämlich hier einmal einen riesengroßen Adventskalender. Und wenn man den nicht vollständig sehen kann, gehe ich mal kurz hier raus. Frohes Fest alle, eine schöne Adventszeit. Ich hoffe, dass alle eine besinnliche, friedliche Zeit ohne Hektik erleben und dass da einfach alles ganz wunderschön ist und dass alle Menschen glücklich sind. Und Weltfrieden wünschen wir uns auch. All das, was man so benötigt. Wir sehen hier einen ganz großen Adventskalender auf dem Marktplatz in Osterode am Harz. Und dieser Adventskalender ist natürlich nur eine temporäre Einrichtung, ist im Augenblick dann gerade sehr dominant, aber eignet sich nicht zum Einreichen eines Wegpunktes. Hier sind halt verschiedene, ich denke, Firmen, die haben verschiedene Fenster gesponsert. Und da öffnet sich dann immer irgendwas Schönes für die Menschen der Stadt, wenn man hier unterwegs ist. Aber das hier ist ein tolles Beispiel, weil wir hier eine Postfiliale haben, eine Post hier unten drin. Und das ist eine richtige Poststation, die ist ziemlich groß. Da kann man natürlich sagen, wir reichen die Post ein. Ich weiß gar nicht, in Osterode ist diese Post gar kein Waypoint. Den könnte man ja noch einreichen. Also, falls das hier jemand aus Osterode sieht, reicht doch die Post ein. Das ist ein No-Brainer. Der kommt ganz, ganz, ganz gut durch die Prüfung, wenn man das vernünftig nachweist. So, und hier diesen Adventskalender, den kann man nämlich bei bestimmten Wegpunkten, also so temporäre, saisonale Einrichtungen, kann man als Foto adden, als Ingress-Spieler. Wenn da nämlich ein Wegpunkt wäre, entweder Post, Marktplatz Osterode, oder Marktplatz Osterode himself, ne? Dann könnte man dann da sagen, guck mal hier, da befindet sich saisonal in der Adventszeit ein großer Adventskalender. Und diese Bilder kann man dann up and down voten, dass die Spieloberfläche über das Jahr hinweg immer ganz attraktiv ist und die Menschen dann halt auch darauf hinweist, dass entweder zu einer anderen Jahreszeit da etwas Besonderes ist, was man sich anschauen sollte, oder dass es da bestimmte Events gibt. Diese kleinen saisonalen Einrichtungen an einem permanent installierten Wegpunkt darf man in diesem Bereich also nicht unterschätzen. Wir machen hier mal ganz kurz das Bild ein bisschen kleiner. Ups, da habe ich mich jetzt verklickt oder was? Ja, das ist so jetzt mit meiner lustigen Gaming-Tastatur. Wenn ihr auf dem kleinen Foto findet, hier ist so eine Gaming-Tastatur. Damit kann man die Hotkeys belegen. Das ist jetzt falsche Einrichtung. Hier sieht man es. Da ist die Gaming-Tastatur, wo meine Hand drauf liegt. Da. Und da kann man bei OBS Hotkeys festlegen, damit man dann zu verschiedenen Szenen hin und her wechseln kann. Das ist so ein Tipp für YouTuber, die dann da vielleicht auch sich überlegen, wie man das noch geschickter machen könnte. Wenn man da zum Beispiel auch in einem Live-Room oder also nicht nur bei einer Aufnahme zwischen den Szenen irgendwie hinwechseln möchte. Das nur so als kleine Anregung. Wir sind hier jetzt stehen geblieben bei Niantic Wayfarer. Ich rufe mal wieder meine Bildschirmaufnahme auf. Dann gehen wir nämlich hier hin. Wir sind bei 700 stehen geblieben. Ich hoffe, dass wir jetzt ganz gut vorankommen, dass es kein Gedöns und kein Gebrassel gibt von Niantic aus. Ich mache hier nämlich, produziere nämlich für Halde und publiziere dann geplant. Für YouTuber, du produzierst einfach mehrere Videos hintereinander und veröffentlichst dann zu einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit. Da kann man dann, wenn man halt bestimmte Veranstaltungen hat oder was weiß ich, in den Urlaub fährt, trotzdem täglich posten und macht aber in Wirklichkeit etwas völlig, völlig anderes. Ist dann lustig, wenn man dann auf den Content angesprochen wird, weil dann muss man selber erstmal nachgucken, worum ging es denn da nochmal irgendwie so ganz schnell. Aber das ist halt eine ganz witzige Geschichte, wenn man da regelmäßig Content posten möchte. Dann kann man damit unproblematisch, völlig easy runterproduzieren, insbesondere wenn man halt eine ganz schlichte Produktionsmethode wählt, wie ich jetzt im Augenblick gerade, also eine Bildschirmaufnahme mit OBS aufgenommen und noch nicht mal draußen unterwegs ist. Will man eine Serie draußen unternehmen und braucht dafür sehr viel Zeit,
dann kann so eine Halde einem auch helfen, weil man dann postet, aber in Wirklichkeit ist man draußen und nimmt eine Outdoor-Serie auf, die man dann zusätzlich noch bringen kann. So kann man sich dann halt, wenn man die Halde groß genug macht, größere YouTuber, zu denen zähle ich mich nicht, ich bin ja so ganz klein auf dem Dorf hier, die haben wohl eine Vorlaufzeit von bis zu 3 Monaten, damit auch mal ein Beinbruch dazwischen kommen kann und ähnliche Geschichten. Also da, wo es wirklich um Geld geht. Dass man da also richtig Dings machen kann. Wenn man das so als Hobby macht, ein paar Tage sind immer ganz nett. Und wenn man dann halt regelmäßig immer sich ein Stündchen freischaufelt, täglich, indem man halt einfach früher aufsteht oder später zu Bett geht, um seinem Hobby zu frönen, kommt man auch ganz gut zurecht. Also wie gesagt, das ist nur so ein Tipp, geplant veröffentlichen. Das sorgt für Entspannung. Ne, dann kann man auch flexibler bei anderen Leuten darauf eingehen, wenn die halt irgendwas wollen. Und hier haben wir eine Miezekotze Graffiti Cat Street Art. Jo. Kann die da sein, stellt sich die Frage. Kann hier die Katze sein? Da hatten wir uns eben gerade schon verlaufen. Da siehst du hier so eine, das ist eine Garagenanlage. Eine Garagenanlage, die hat auch ein Flachdach. Davor hat sie einen Stelzenteil und hinten sieht man weitere Flachdächer. Oh Mann. Und die sind hier nicht vorhanden. Das ist hier alles nicht. Da hast du kein, dieses Flachdach, dieses leicht giebelige Gebäude mit dem Kabuffi-Liner davor fehlt. Das ist hier nicht. Das ist auch nicht an dem Ort. Wundert mich ein ganz klein bisschen, weil es ja immerhin zwei unterschiedliche Fotos sind. Das sieht auch so um die Ecke fotografiert. Das ist aber nicht da. Hat sich vielleicht irgendjemand da irgendwie örtlich vertauscht. Schade, ich habe am Anfang eigentlich immer ganz gerne irgendwie etwas, was ich durchwinken kann, weil ich mich dann nämlich einfach wohler fühle, wenn man dann erstmal was Gutes für die Spieloberfläche zusammen mit anderen, weil die Einreichung ist natürlich der Anlass, dass man das da genehmigen kann, machen kann. Da fühle ich mich halt einfach wohler, muss ich also ganz ehrlich sagen. Wir haben hier ein Denkmal. Und das befindet sich dann auch dort. Da sind wir sehr froh. Das wird da hinten ist auch super smart aufgenommen, weil man sieht hier ein ganz markantes Gebäude, die Straße runter. Super in Szene gesetzt. Ne? Das ist also ganz, ganz toll. Dass hier ein Hydrant ist, ist unschädlich, weil Hydranten sind keine Feuerwehrausfahrt. Und von hier aus wird auch nicht gestartet. Das hier kann entweder ein Beispielsobjekt sein. Oder wenn es ein richtiger Hydrant ist, dann ist da die Luft nur am Brennen, wenn es tatsächlich brennt und nicht einfach so den ganzen Tag über. Ne? Und hier können wir dann rein theoretisch noch ein bisschen rausfahren und dann müssten wir in der Feldstraße, oben an der Feldstraße, sehen wir keine Kirche. Wo ist denn die Kirche? Nein, du hast nur die Kirche hingebaut. Wir hatten hier doch sehr schön die Straße runter, hinter so einem Parkplatz, relativ direkt die Kirche. Wo ist der Pöppel? Da ist die Kirche. Da ist die Kirche Würgers. Und siehst du, die ist doch da auch direkt. Hier ist die Kirche. Mann, 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 Mann. Jetzt bin ich aber gerade nervös geworden. Das wollen wir natürlich nicht. Aber eine ganz tolle, sehr coole Installation. Ich denke auch, dass da die Leute dann, die den Ort besuchen, mal vorbeigehen und sich überlegen, oh, als man die Feuer damals mit sowas hat löschen müssen, war es wohl häufig so, dass man hat abbrennen lassen und nur versucht hat, den Rest drumherum zu schützen. Einigermaßen, man kann sehr froh sein, dass wir hier inzwischen einen erheblichen technischen Fortschritt erlitten haben. Wegweiser, das ist ein Wegweiser, den wir dann da so mit reinnehmen. Sicherer Zugang ist gegeben. Der scheint auch an so einem kleinen Plätzchen zu sein. Die Form ist, finde ich, ein bisschen spektakulär, ehrlich gesagt, weil ich da jetzt, also, das ist möglicherweise da, wie nennen wir das Ganze denn? Schild, Verkehr, Örtlichkeit, Raststätte. Haben wir hier nicht irgendwie so Weg? Markierung nennen wir das. Ne? Und dann darf das darüber auf die Spieloberfläche kommen. Habe ich auf jeden Fall nichts dagegen. Und hier haben wir unsere schöne Rosskastanie, Baum des Jahres 2005. Habt ihr denn in diesem Jahr, der Winter bricht ja jetzt richtig, da bricht. Und da gab es aber vorher im Herbst Rosskastanien, konnte man sammeln, um so ein bisschen zu basteln. Habt ihr das denn gemacht? Wenn ja, würde mich das interessieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare,
Ob ihr da dann auch irgendwie so wandertechnisch in der Natur unterwegs seid und dann eventuell auch mal so ein Stöckchen mitnehmt oder nicht, das ist immer sehr, sehr gut. Also ich habe da, ich finde es interessant, was man da so eine ganze Zeit auch unterlassen hat an Möglichkeiten und Optionen, die man da hätte wahrnehmen können, wenn man sein Zeitmanagement anders gestaltet hätte. Das hier ist einfach nur ein Trafohäuschen. Das ist gar nichts. Welche Sportkriterien? Kein PUI. Kein Turm insbesondere. Ne? Absenden. Ich muss mich mal um Schokolade kümmern hier. Weil ich habe so einen Husten dabei. Ich habe zwar Tee irgendwo. Aber wir probieren es erstmal. Haltestelle. Ups. Schokolade auf der Tastatur. Kein Busbahnhof. Ne, kein Bahnhof, kein Busbahnhof. Das funktioniert ja nicht. Illegales Graffiti. Nicht von nötiger Dauer. Es muss auch vermieden werden, dass die Spieloberfläche zum Ausstellungsraum für irgendwelche Tech-Menschen oder so wird. Das soll ja. Die haben kein Interesse an diesen Spielen. Und vor dem Hintergrund hat man da das Problem, dass dass andere Leute animieren könnte, Sachbeschädigungen zu bestehen. Und das ist nicht gut. Wenn, dann würde ich hier die Tür insgesamt einreichen. Das ist mir zu klein. Kein Kleinod. Klingel aus dem. Was habe ich denn da getippt? Aus dem Baumarkt. Viel Spaß mit der Ablehnung. Meiner Ansicht nach ist es keine, wird aber wahrscheinlich. Andere Leute sind da ein bisschen gnädiger bei diesen ganz kleinen Geschichten, dass man die dann da dann halt quasi durchgewunken bekommt. Hier können wir sehen, dass diese Geschichte schon durchgekommen ist. Das heißt also ein Duplikat. Das heißt, wir müssen uns da gar nicht weiter drum kümmern. Hat sich erledigt. Oh, die Melkerei Hellrung, die Milch produzieren, war die einzige in der Nähe von Helden, aber platzte jetzt leider im 90er Jahren und hat nichts produziert, stand leer. Was heißt denn das? Verband der großen Bauern? Für 1920 war der einzige in dem Land Heldrungen. Wo zur Hölle liegt Heldrungen? Wo Sondershausen? Nehmen wir mit rein. Das ist ein Relikt, glaube ich, dann aus der ehemaligen DDR und stellt ein Denkmal dar. Und deswegen würde ich das befürworten. Muss natürlich dann müssen andere Leute dann selber für sich entscheiden, ob sie diesen Schriftzug mit dabei haben wollen oder nicht. Ja, ich möchte ihn dabei haben. Da bin ich dann auch so skrupellos und sage, dass wir das. Das ist aber nicht viel über normal Null. Was möchte dieser Grenzstein denn eigentlich mit uns da andeuten? Da. In dem Graben, den man, der Graben ist aber da. Nein, das nehmen wir mit rein. Das ist dann so, die Leute, die können sich dann mal ein bisschen Gedanken darum machen, wozu die Angabe über normal Null. Ich denke, das ist einfach eine Information, die man mit reinbringen kann. Wir haben hierbei eben gerade gesehen, wir haben hier, glaube ich, einen Mahnmal. Jagdfliege? Was ist das denn? Mach das mal, dass wir uns das Bild angucken können. Zum Gedenken, zeigt. An die Jagdfliege Ramkommando, was ist das denn? Ramkommando
Assassin. Ist den Toten zum Gedenken, würde ich sagen. Ne? Wenn wir das da finden, dann machen wir da ein vernünftiges Denkmal draus. Ich glaube, das ist da oben. Wenn es denn da ist, wenn man das da sehen kann, da ist aber nur, da ist nichts und da ist nichts essen. Nee. Da ist so ein Jägerzaun. Kann man nichts erkennen, sehen, tun. Das wäre, nee, das ist sie auch falsch. Das wäre ja da oben irgendwo noch weiter. Die sind ja da unten und das sollte dann hier an der Kante sein. Kann man nichts erkennen, können wir nicht. Das ist hier. Da ist es. Da ist das Ding. Dieses Jagdflieger, hast du nicht gesehen. Bild, zeig uns das nochmal. Das ist eingefriedet mit einem Jägerzaun. Und das kann man hier sehen, an dieser Stelle. Ist halt winkelig fotografiert, deswegen erkennt man nicht, dass es eigentlich frei ist. Das können wir dann einmal mit dazu nehmen als Mahnmal gegen Krieg und Gewalt. Und das, ich glaube, dass dieses Denkmal unterstreicht ganz besonders die komplette Sinnlosigkeit dieses ganzen Schwachsinns, der da historisch stattgefunden hat und dürfte bei den meisten Betrachtern dann sicherlich ein Nie wieder auslösen. Und genau das wollen wir. Deswegen machen wir hier fehlenden Ort hinzufügen. Wir gucken, ob das da eventuell schon eine Einreichung gegeben hat. Den, ups, Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Das ist ein Wahlspruch oder ein Spruch der Kriegsgräberfürsorge. Und der wird halt einmal den Verstorbenen gerecht, allen Verstorbenen, allen Opfern von Krieg und Gewalt. Und wendet sich aber auch an den Betrachter. Du lebst, diese Toten können nicht mehr reden, deswegen musst du deine Stimme gegen Krieg und Gewalt erheben. So, und dann machen wir hier historische Sehenswürdigkeit. Und das ist halt so ein kleines Schmankerl bei Wayfarer. Man kann es gelegentlich dazu verwenden, um Maps zu verbessern. Und ich benutze Maps als Navigationsteil und deswegen habe ich es sehr gerne, wenn die Daten da natürlich korrekt sind. Wir hatten bislang keine Einreichung an dieser Stelle, sonst hätte er gesagt, prüf das bitte, ob da schon was ist. Deswegen geht das jetzt da in die Prüfung für Maps. Dieses Bild können wir ausmachen. Hier war das, das wollten wir dann abschicken, weil wir bei der anderen Geschichte ja diesen Grenzstein da gesehen haben mit übernormal 0, ne? Was dann so eine Information ist. Kann ja auch sein, dass es was mit Hochwasserschutz zu tun hat. Ne? Große Steine als Wegweiser ins Naturgebiet. Das sind Bordsteine. Bord. Oh, was mache ich denn hier? Bordsteine, Komma, damit. Ich sollte hier ein bisschen mal erstmal einen Gang runterschalten. Autos daran der. Die sollen nämlich nicht auf die Wiese fahren, damit da keine Kraftstoffe, Öle irgendwie so auslaufen. Das ist eine Einfriedung. Hilde Jägergrotte. Das ist offensichtlich eine verdiente Person, die sich hier vielleicht. Dieses Fingerchen stört mich nicht, weil das wird zurechtgeschnitten, das Bildchen. Historische oder kulturelle Bedeutung. Außerdem, wenn erstmal Ingress-Spieler da vorbeikommen, reichen die sowieso noch andere, auch ebenfalls hochwertige Bilder ein. Und da muss man sich keine Sorgen machen, das kann man dann ja up und down voten. Ein bisschen flexibel sein. Der schlechteste Waypoint ist der, der eigentlich einer ist, aber nicht zur Entstehung gelangt. Hier hast du ein Holzzebra, das ist eine Skulptur, die ist optisch einzigartig. Sowas finden viele Leute schön. Bei einer Holzschnitzerei ist es immer fraglich, ist sie denn haltbar genug? Wir können es sogar sehen. Viel Erfolg. Ich hoffe, dass er zur Entstehung gelangt, weil das ist nämlich auch was, wo man sagen würde: Ey, guck mal, da ist so ein Holzzebra hinter einem Maschendrahtzaun. Das ist doch was. Da müssen wir jetzt hingehen und dann gucken wir mal. Überlegen uns, hier ist zwar so dieses Giebelgebäude und da muss aber daneben noch diese Garage sein. Ja, wo bist du denn? Du bist hier, oder was? Dann kann man von da aus darüber gucken. Lassen wir gelten. Ne? Ist wahrscheinlich da. Machen wir hier auf Absenden. Viel Spaß mit dem Marienkäfer. Er soll dir Glück bringen. Ne? Als Waypoint.
Da kann man ja mal hingehen und sagen, ich brauche ganz viel Glück, ich möchte jetzt Glück haben, ich will mir was wünschen. Wünschen darf man sich immer was, aber das Quäntchen Glück fehlt noch dabei. Und deswegen gehen wir zum Marienkäfer und bespielen da den Waypoint. Und dann haben wir das Glück auch gefangen vom Marienkäfer. Das ist ein öffentlicher Platz. Diese Bänke, das ist sehr interessant, ob man sich da hinstellt und auf den Baum starrt. Oder sitzt man da so mit dem Rücken zum Zentrum und guckt nach außen? Wie ist das denn gedacht? Aber das ist da, das können wir sehen. Das ist auch ein öffentlicher Platz. Öffentlicher Platz. Zack. Und dann viel Spaß, wenn ihr euch da versammelt und euch überlegt, wie setze ich mich denn nun am besten auf eine solch schöne Bank, die sich dort befindet. Da hast du dann eine Scheune. Das ist eine ländliche Region wahrscheinlich, wo man dann hier dieses Zeug dann damit hinbauen kann. Und bei diesen ganzen Geschichten muss man halt immer so ein bisschen dran denken, was ich gerade bei dem Mahnmal auch präsentiert habe. Das ist etwas, das kann man gelegentlich mal machen. Das ist also kein Dogma für Wayfarer. Das ist eine Sache, die man machen kann, wenn sie sich so ein bisschen aufdrängt, damit man dann halt weiß, ich benutze Maps ja auch selber und ich möchte selber ans Ziel kommen und gute Daten haben, andere auch. Und vor dem Hintergrund möchten dann diese Leute da auch an dem gegebenen Ort ihre Informationen richtig haben. Deswegen bedeutet das aber auch, dass man da ganz, 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 ganz sorgfältig arbeitet bei diesen Dingern. Ich mache da Spielplätze, haben wir zum Beispiel manchmal auch nicht auf der Karte, die kann man da noch sehr schön dazu adden. Alles Mögliche kann man unterwegs sein und das ist Spielplatz im Kindergarten. Das ist ein Spielplatz am Kindergarten. Beim Kindergarten verlange ich irgendwas auf der Grundstücksgrenze oder irgendwas, was nicht zur Benutzung ist, sozusagen. Nicht den Spielplatz des Kindergartens selber, es sei denn, er ist zu bestimmten Zeiten wenigstens auch der Öffentlichkeit gewidmet. Das hier fällt dann unter das Ausschlusskriterium Ort, Schule. Da fallen nämlich auch Kindertagesstätten und Kinderbetreuung dazu. Hätten die jetzt ein besonders schönes Schild an der Grundstücksgrenze am Eingang, was man vom Bürgersteig aus betrachtet, nicht weiter damit interagiert und dann weiter seiner Wege geht, dann hätte ich es angenommen. Aber so den Spielplatz nicht, weil Spielplatz ist etwas, was auffordert, da aktiv zu sein. Und das ist hier ja gerade nicht der Fall, weil das nur für die Kindergartenleute sind. Wenn es ausschließlich für den Kindergarten ist, ausschließlich, alle anderen sind ausgeschlossen, hat man, das ist bei Schulen häufiger der Fall, eine Gemengelage. Das heißt, vormittags spielen die Schulkinder, nachmittags spielt da jeder, dann ist es ein Waypoint. Weil das dasselbe ist wie bei einem Tierpark, der bestimmte Öffnungszeiten hat. Und da sind die Öffnungszeiten für den Spielplatz für die Allgemeinheit halt durch so ein Schild festgelegt. Ne? Da hast du Wald und Gesundheit. Das ist sogar rollitechnisch ein Wanderweg, der da geeignet ist. Das ist etwas Besonderes, weil das trifft auf nur sehr wenige Wanderwege zu. Deswegen ist es ein besonderer Wanderweg, der besondere Unterstützung und Aufmerksamkeit bedeutet. Bedarf, weil diese Maßnahmen der Inklusion, da sind natürlich alle Spieler sehr aufgefordert. Weil man darauf achten muss und gegebenenfalls in seiner eigenen Gemeinde auch darauf hinwirken sollte oder aufmerksam machen sollte, dass man diese Sachen derart gestaltet, dass wirklich jedermann daran teilnehmen kann und dass dann niemand ausgeschlossen wird. Das ist halt ganz, ganz wichtig und da ist ein Parkplatz, eine Zufahrt irgendwie. Was soll das denn sein? Hier hast du so Eckgebäude, Eckgebäude. Das Gebäude hat hier ein markantes Dach. Da gucken wir mal. Das soll da irgendwie um die Ecke gehen, das Gebäude. Da geht kein Gebäude um die Ecke. Das ist schon gar nicht da. Da ist irgendetwas nicht korrekt. Deswegen sagen wir, das ist nicht am angegebenen Ort. Und das betrifft natürlich auch so Sachen, die man halt als Google Local Guide bei Geschäften zum Beispiel mit dazu edit, ob das dann halt irgendwie. Wer ist Geschäftsinhaber und kann man da mit dem Rollstuhl rein, ähnliche Geschichten, da wird ja nachgefragt, damit man das dann halt so einrichten kann. Und hier haben wir wahrscheinlich ein Duplikat. Hier sehen wir das eine, das rote.
da ist eine VIP-Schaukel, die stehen alle beieinander. Das ist ein Duplikat. Dieses UFO finde ich eigentlich besser als dieses Schaukelpferd, weil das UFO eine sehr interessante Form hat. Ist aber ein Duplikat, wird dann zu diesem Spielplatz hinzugefügt werden und bringt 500 Punkte, wenn man da Ingress-Spieler ist. Hier ist ein Tor mit Pöppeln. Da stellt sich die Frage, muss so ein Tor. Das ist auch gar nicht bei dem Tor selber. Nee. Da findet sich in dem Bereich, wenn man das betreten kann. Historische Edelmeier, der Gründungsbauernhof des Ortsteils Vorwerk, die Pfeiler der Gutshofmauer umgewandelt, eine Wohnanlage mit Arztpraxis, Reha-Zentrum und Wohnung, alte Eichen und Spielplatz und Teich. Das ist auch ein Spielplatz, reicht auf den Spielplatz ein. Die Wohnanlage heißt Wachtmannshof, obwohl das Anwesen längst nicht mehr ursprünglich erkennbar ist. Nur die alten Torpfeiler lassen es erahnen. Heute in der Straße, wenn man das Gelände wird, kann man erkennen, was immer früher mal war, ist frei zugänglich. Ist hier ein Spielplatz? Ich sehe keinen Spielplatz. Hier ist ein Spielplatz, den kannst du einreichen. Dann wäre das Tor aber hier. Und das Tor reicht mir so mit weiteren Informationen eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Das ist kein POI, weil man das so weiter nicht erkennt. Es kann auch sein. Also viele Leute würden das so deuten, dass es auf alt getrimmt ist. Und dann, das ist dann, ja, wie gesagt, mach eine Informationstafel mit dem, was du gerade schön geschrieben hast. Und dann kommt es auf jeden Fall, die Informationstafel käme dann durch. Das hier ist ein Unternehmen im Allgemeinen. Deswegen reiner Auto, Kfz-Handel, irgendwie so Gebrauchtwagenhändler. Metallenten am Teich. Hier ist ein Teich. Das sind lustige Metallenten an einem Gebäude. Die waren eine Zeit lang sehr, sehr in Mode, weil das auch so ein bisschen Ausdruck von Fernweh war, wenn man da von seinem einmal Fernweh und auch aber einmal, es wird ja hier betont durch den Teich, dass es zu Hause ist, dass dieses Haus halt auch ein Zuhause ist, wenn man da flügge ist und dann von dort aufbricht. Und hier haben wir ein Pöppelchen. Herzlich willkommen in Iplinghausen. Der soll da direkt gegenüber sein. Bin mir nicht sicher bei diesen Dingen. Man kann sie zumindest von einem sicheren Bereich aus betrachten, nämlich den Bürgersteig. Das reicht mir aus, um das dann anzunehmen. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich dort befinden und weil die das räumlich da sind, das ist ja ein Metallgestänge, dann ja, hat es eher die Form von einer Skulptur und weniger von einem Wandbild. Behaupte ich einfach mal so. Ist auch so im Außenbereich, da kann man dann halt sagen, wir wollen die Gegend dann urbar machen für die Spiele, dass man das aber spielen kann. Das sieht aus wie eine Kirche. Interessante Architektur von Plain Joseph Beeling errichtete Gebäude. Steht an einem ummauerten Kirchhof und ist von der Umgebung klar abgegrenzt. Das Grundstück ist von der Straße über einen Fußweg erschlossen. Das ist doch ganz ausgezeichnet. Kirchen sind absolute No-Brainer, die ich auch als Kirche bezeichne, damit sie ganz sicher auf die Spieloberfläche kommen. Ne? Und das ist wirklich super interessant. Also Respekt von der, von dem Dings hier da, mit dem Kirchturm. Den kann man separat einreichen. Das geht gut. Hier ist der Zuweg. Ich möchte nur diesen Pöppel auf den Platz vor die Kirche stellen, weil Kirchen, die haben da gibt es gelegentlich Gottesdienste. Und damit keine Spieler diese Gottesdienste beeinträchtigen, packen wir den Pöppel davor. Von da aus kann man sich die Architektur auch besser anschauen. Das ist dann gut. Und aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Die Spieler können sich dann noch überlegen, ob sie denn das Gebäude auch von innen besichtigen wollen. Deswegen bei spirituellen Orten ein bisschen besser davor. Dann wird niemand gestört. Und dann kann ansonsten alles weitere stattfinden und man kann dann eventuell reingehen und es besichtigen. Zack, hier sind wir bei der Karte. Wir wollen das abschicken. Viel Erfolg und viel Spaß mit dem Waypoint an dieser Stelle. Ist bestimmt ein ganz sicherer Ort, ganz sicherer Ort. Wer weiß, es ist ein bestimmt ganz interessanter Ort, den aufzusuchen. Hier ist ein Tipi im Wald. So ein Tipi, ist es nicht eine Behausung von Nomaden? Also prinzipiell mobil? Ne? Also da müssen wir erstmal ein bisschen recherchieren. Was haben wir denn da Feines? Wakitu-Spiel, also eine Hannover. Ach so, das ist so ein Indianerspielplatz. Und das ist da fest installiert und bleibt auch ganz lange da. So, Tipi im Wald. Dann können wir davon ausgehen, dass das Tipi im Wald dann da auch ein bisschen länger steht und die über die notwendige Dauerhaftigkeit verfügt.
Ne? Historische oder kulturelle Bedeutung. Es ist auf jeden Fall optisch einzigartig. Sicherer Zugang dürfte gegeben sein, zumindest über diese Spielanlage insgesamt. Wir können es sogar vom Satellitenfoto aus sehen. Wie nennen wir das Ganze denn? Was bist du denn? Ein Zelt? Nee, das Zelt würde vielleicht. Wir nennen dich auch Installation. Ja, weil bei Zelt, da würde hier die Maschine vielleicht sagen, hahaha, Zelte sind nicht dauerhaft weg damit. Was haben wir denn hier weiter? Wohl dauerhaft installiert, daher zu einem TOI geeignet. Yes, dann machen wir hier absenden. Viel Spaß damit. Es ist ja dann halt auch immer so ein bisschen eine Geschichte, die man dann halt einbringen kann. Diese Rettungspunkte behindern keine Rettungskräfte. Die sind sehr gut auf der Spielfläche, weil die Spieler befinden sich noch nicht in einer Notlage und werden über diese Rettungspunkte informiert, wenn sie da vorbeikommen und die bespielen. Und wenn man da häufiger spielt in der Gegend, weil man da wohnt, dann merkt man sich das. Dann kennt man auch schon die Zahlen auswendig. Und dann weiß auch irgendwie, wie man da agieren kann. Diese Rettungspunkte befinden sich an Orten, an denen sich Menschen in Not längere Zeit sicher aufhalten können, weil die Rettungskräfte dorthin eilen. Das heißt, Zugang für Fußgänger ist gewährleistet. Selbst in einem Notfall stören Spieler hier nicht, weil diese Rettungspunkte, die befinden sich in der Peripherie, im Wald abgelegen. Und es gibt Leute, die machen Urlaub vom Digitalen und laufen ohne Handy durch den Wald und wollen die Natur auf sich wirken lassen. Und wenn die sich die Haxen brechen, dann sind die ganz froh, wenn ein paar Spieler mit dem Handy vorbeikommen und sagen, wir rufen mal besser einen Krankenwagen, oder die Feuerwehr oder so. Und deswegen sollten diese Dinge dringend auf die Spieloberfläche kommen. Die Spieler selber lernen, wo die Rettungspunkte sind, wie die bezeichnet sind. Und die spielen ja hier ein sehr vernünftiges Spiel, das sind die potenziellen Ersthelfer im Zweifelsfall. Ne? Also, und von hier aus starten auch keine Rettungskräfte. Das ist nicht die Ausfahrt von der Feuerwehr oder von dem Notarzt oder von dem Krankenwagen. Da fahren die dann hin und das passiert nur ganz selten, aber wenn es passiert, muss es halt auch funktionieren. Und ein weiterer Faktor, der dafür sorgt, dass da eine erfolgreiche Rettung stattfinden kann, das sind dann zum Beispiel Spieler mit einem Handy. Und diese Rettungspunkte befinden sich auch dort, wo Handyempfang ist. Kann man also auch ganz sicher schön spielen. Deswegen möchten wir die auf der Karte haben. Ich befürworte das stark. Es ist aber ganz schwer, sie durchzubekommen. Es ist ganz schwer, sie durchzubekommen. Meine sind bislang immer abgelehnt worden, aber sie sind wirklich, 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 wirklich eine Bereicherung für die Spieloberfläche. Und deswegen wollen wir die, wie nennen wir die Dinger denn überhaupt? Das ist eine Information. Also das ist Schild informiert darüber, hier ist der Rettungspunkt 52 noch irgendwas. Und deswegen, ich drücke die Daumen, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, die kommen wahrscheinlich eher schlecht rüber. Berggarten, Sonnenblumenrelief. Hier hast du eine, wie nennt man das? Sanduhr. Berggarten, Sonnenblumenrelief, kunstvoll gestaltet. Sieht gut aus. Das ist ein schönes Tor, Portal, wie man es nennen möchte. Optisch einzigartig, kriegst du deswegen 4. Wir gehen hier ein bisschen näher ran. Da können wir nämlich immer kurz die Umgebung angucken, auch wegen der Bespielbarkeit, um das abzuschätzen. Mit den Portalen. Hier scheint ein größeres Schild zu sein. Da muss man mal. Wo soll das denn auf der gegenüberliegenden Seite? Das wäre dann da oder wo? Hier hast du zurückgesetzt zwei Parkbereiche und noch zwei Parkbereiche. Zwei Erker oben drüber. Mit einem. Das ist hier. Dann würde ich doch vorschlagen, setzen wir den Pöppel auch hier hin, weil hier ist ein Bürgersteig, da kann man sicher spielen. Man steht ein bisschen näher dran, kann das noch besser betrachten. Das Ganze nennen wir, weil diese Sonnenblumen ebenfalls eine Struktur aufweisen, Skulptur und senden das dann ab und hoffen auch, dass sie auf der Spieloberfläche erscheint. Verteilerzentrum der städtischen Werke. Nein, 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 kein POI, so ein graues Gebäude. Das ist jetzt so ein bisschen zum Winter hin ein bisschen
Nicht so, dann so der Grund, warum man das einreichen sollte, dann nee, das machen wir nicht. Keramikfliesen. Was soll denn das sein? Eine Mosaikfliese? Nein, das ist ein Unternehmen im Allgemeinen. Da können wir dann also auch nicht sagen, dass das irgendwie so auf die Spieloberfläche sollte. Eine einfach grüne Tür reicht auch nicht aus, weil die nämlich einfach nur flächig grün gestrichen ist. Aber also, wir können sie sogar sehen. Einfach eine grüne Tür? Nee. Painted Black hätten die, würden die Stones jetzt singen. Nein, das ist erfüllt die Kriterien nicht. Nur eine flächig gestrichene Tür. Ums, nee. Kann man dann so auch nicht mit rein, weil das echt dann würde. Evangelisches Pfarramt, yes, das kommt mit rein. Das wollte ich in Schwarzfeld einreichen. Und was passiert? Was passiert? Ablehnung. Obwohl das ein sehr, sehr schönes Gebäude ist bei der Thomaskirche in Schwarzfeld. Wollten die auch nicht auf der Spieloberfläche haben. Traurig, traurig, traurig. Dabei sind das auch No-Brainer. Als spiritueller Ort kommt das natürlich rein. Top-Aussichtspunkt, Rothenburg, Germany. Das ist ja mal spektakulär. Da ist das. Historische oder kulturelle Bedeutung dieser Vorstellung. Ja. Wir wollen ihn haben auf der Spieloberfläche. Wir wollen ihn. Hier ist eine. Hier geht es um die Ecke. Ist das nicht eher hier? Oder ist das hier so eine Go-Parking-Ecke? Das scheint da irgendwie so an so einer Kante zu sein. Scheint da in der Gegend zu sein. Ich glaube aber nicht, dass sie sich dort befindet. Hier ist so ein, hier geht ein Weg lang. Das können wir sehen. Ich werde das auf jeden Fall zurück an die Straße setzen. Und dann kann man von hier aus überlegen, wo man das dann später noch hinpackt. Das ist auf jeden Fall ein Aussichtspunkt. Örtlichkeit absenden. Da gibt es halt auch immer eine schöne Go-Parking-Ecke, wo dann die Leute mit dem Auto abends hinfahren. Ganz romantisch da gucken und machen Pärchen häufig. Kaffee und Biergarten am alten Wasserwerk. Kaffee und Biergarten am alten Wasserwerk. Kaffee und Biergarten, ist das irgendwie was ganz Spezielles? Und irgendwie so Blechkuchen oder irgendwie sowas? Nee, das. Haben wir keinen Hinweis drauf, dass es da irgendwas Spezielles gibt, dass es also etwas komplett Einzigartiges ist als Restaurant, deswegen eher nicht. 720 Allerbüttel. Ist das euer Gedenkstein, den ihr da habt? Was bist du? Kriegerdenkmal. Was hast du da? Da hast du 725 Jahre und ihr seid auch 725 Jahre. Okay, was haben wir denn hier sonst noch? Weltkriegsopfer, da haben wir relativ viele Weltkriegsopfer. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Duplikat, die Bank ist also schon drin. Deswegen kümmern wir uns da nicht drum. Ich hätte sie abgelehnt wahrscheinlich, ne? Wassermann mit Fischchen. Ja, was ist das denn für ein schönes Wandbild? Oh, vier, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und Poseidon ist das ja eigentlich, ist ja eigentlich eine Gottheit, die dargestellt wird. Könnte also spirituell sein, ne? Spirituelle Worte wollen wir ja und Fische sind auch ein Symbol, christliches Symbol. Halt ein Bild der Ökumene. Historische oder kulturelle Bedeutung. Hier, hier, hier. Dumm, 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 dumm. Komm, muss man immer gucken, ob man das wohlwollend auslegen möchte oder ob man dann eher sagt, ich bin mir jetzt aber wirklich nicht ganz so sicher. Das muss man sich ja mal ganz genau nochmal überlegen. Und hier überlegen wir uns ganz genau. Doch, das ist da. Dieses Dach geht da runter und wir sehen den abgeschnittenen Kanten nicht, aber wir sehen das, den Flachgiebel. Hier, diesen Flachgiebel. Ha, ist es doch nicht. Oder doch? Oder nicht? Ist es da jetzt oder nicht? Weil wir haben nämlich, wir haben doch hinten quer, quer, quer und das ist das einzige längs. Hier haben wir quer, quer, quer ist er. Ja, du kriegst vier. Vier. Das Ganze ist ein Wandbild. Rums. Absenden. Das ist mal cool, wenn wir dann hier so das schön auf die Reihe kriegen. Eine Jagdhütte. Was wird denn an der Hütte gejagt? Oder ist es nicht einfach nur eine Bezeichnung für eine Grillhütte, wo sich Leute treffen und dann irgendwelche Tierleichen, die sie womöglich vorher gejagt haben, über einer Flamme erwärmen?
Könnte ja mal auch so sein. Es scheint eher so eine Grill, öffentlicher Platz, Hütte zu sein, die aber schön gestaltet ist. Deswegen kriegst du hier die volle Punktzahl. Und wir gucken dann hier, ob wir da einen Hinweis finden. Wir sehen sie sogar. Du bist für mich ein öffentlicher Platz. Das hatten wir nämlich schon mehrfach. Wir können sie sogar sehen und gehen hier auf Absenden. Ich hoffe, dass dieser Wegpunkt, weil es ein Peripherie-Wegpunkt ist, zur Entstehung gelangt. 1813 bis 1913. Gott mit uns. Und noch viel länger. Viel Spaß mit diesem schönen Gedenkstein. Mensch, am Schützenplatz. Das ist ja mal historische oder kulturelle Bedeutung für den Ort. Optisch. Er hat ein bisschen Patina. Ne? Also, wenn man am Schützenplatz ist und dann vielleicht mal so ein Bierchen trinkt, kommen wir, gucken mal zum Stein. Gucken uns das mal an. Ihr wisst das natürlich nicht ganz genau. Ist ein Denkmal. Da ist er. Und weil es ein Stein ist, könnte es sich um ein Objekt handeln. Also nehmen wir das darüber dann schön auch mal rein. Spielturm für Kinder in einem, das ist ja fast so gut wie Ronald McDonald. Ist aber möglich, diese Sachen mit auf die Spieloberfläche zu nehmen. Wir können ihn sogar sehen. Ja, das geht. Weil man da spielen kann, wenn man da entweder Kunde ist oder gefragt hat. Ein Graffiti unter der Meeresoberfläche, aber wir haben hier nur Tintenfische und eine Schildkröte. Und hier haben wir einen langen Schatten und das ist an einem Gebäude. Kann man aber vom Bürgersteig aus sehen. Das ginge also. Liebevolle Wandgestaltung mit einem über die komplette untere Hauswand gehenden Graffiti zeigt eine Szene. Auf und im Meer. Da oben ist nämlich auch noch ein Watschelentchen. Ich würde sagen, ja, 5, 5. Also hier bei dem Text hätte man das vielleicht ein bisschen anders formulieren können. Historische Bedeutung, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Eine Mosaikfliese ist es jedenfalls nicht. Kann es dort sein? Nein, kann es nicht, weil wir sehen hier ein Gebäude. Hier haben wir Spitzerker, Spitzerker. Hier kommt quer. Und das Ganze ist zurückgesetzt mit einem Baum, einem relativ kleinen Garten. Hier ist eine Zweier- oder Dreier-Abstellfläche. Doch, es ist da. Das ist es. 1, 2 und hier hast du dieses Knickgebäude. Das ist das Knickgebäude 1, 2. Das ist also da, das ist sehr genau positioniert sogar. Oh Mann, echt. Wie nennen wir dich denn? Du bist. Ein Wandbild. Yippie! Da geht's dann weiter. Wir schauen mal. Ganz gemütlich. Geometrische Formen sind erfüllte Kriterien nicht. Kein POI, das ist, also kommt mir jetzt nicht so anspruchsvoll vor, dass ich sagen würde. Ja, das ist ja irgendwie so die nächste Wahlprognose für irgendwas, wenn da so Dings Ärzte 77, das hört sich an wie die wilden 88 bei diesem komischen. Film, Ärzte, das könnte die Hausnummer sein. Da siehst du hier ganz viele. Doch, das sieht lustig aus. So ein bunter Emblemchen. Erinnern so ein bisschen an Mensch, ärgere dich nicht. Von daher, ich fände das jetzt als ein kunstvoll gestaltetes Nasenschild. Nehmen wir das mit rein. Das ist ja wohl auch in diesem großen Gebäude genau verortet. Und das Ganze ist eine Installation und fällt bei mir unter kunstvoll gestaltetes Nasenschild. Was man da damit reinbringen kann. Herzlich willkommen in Haina. Das höchstgelegene Dorf von Morschen heißt alle Besucher willkommen. Abgebildet ist ein Stich der Wehrkirche. Die Existenz des Dorfes ist seit 1305 urkundlich belegt. Damals noch als Hagen. Fein, das habt ihr ja sehr schön gemacht. Grünfläche kann man hinlatschen. Passt super. Wollen wir dann natürlich auch so unbedingt mit reinnehmen. Wir gucken mal, ob es da sein kann. Wir können es sogar sehen. Sehr vorbildlich. Wir haben ja großes Glück zu dieser Einreichung, die auch sehr schön gestaltet ist. Und das Ganze ist ein herzlich willkommen. Wunderbar. Das geht ja flott hier jetzt mal um mich gerade. Das macht ja richtig den Spaß. Drei Picknicktische. Da könnten wir jetzt mal ganz kurz gucken, wie weit wir gekommen sind. Wir sind bei 44. Hier gehen wir. Ah, nicht die Kriterien. Die sind ja so. Die Kriterien sind Kriterien der Schande. Also, drei Picknicktische.
Wir wollen mal hier schauen. Hier sehen wir die drei Picknicktische. Wir verschieben das zum mittleren Picknicktisch und nennen das Ganze öffentlichen Platz. Das ist ein öffentlicher Platz. Öffentlicher Platz. Rums, 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 rums. Optisch einzigartig, weiß ich nicht so genau. Kulturelle Bedeutung kriegst du auch nur drei. Da bin ich mir auch nicht so genau. Aber ich wollte das ja da überall so drin haben. Was haben wir denn da? Haben wir irgendwas nicht gemacht? Warum will er mir denn nicht absenden geben hier? Ah ja, der Zugang ist auf jeden Fall sicher, davon kannst du ausgehen. Derjenige, der auch so einen Picknicktisch aufstellt, der macht das in aller Regel so, dass die Leute dann natürlich auch sicher hinkommen können und nicht dann irgendwie immer zerschellen, bevor sie dann beides mal dasselbe Schild lässt sich nicht verorten hier. Man sieht da zwar, dass da was sein könnte auf dem Satellitenbild, aber da kommen wir nicht auf den Nenner, dass wir uns so, dass wir davon überzeugt sein können. Das ist da ist ein Bild bemalter Stromkasten mit so einem Türmchen. Hier teilen sich Wege im Hintergrund. Okay, das könnte ein Indiz dafür sein, dass da irgendwas ist. Es wäre dann hier runter fotografiert. In Richtung Gersheimer Aue. Da sind Gebäude, da sind keine Gebäude. Hier sind Gebäude oder Zaun. Das sollte dann hier runter gehen und das hier ist das Feld schon. Und da führt diese Straße rein. Die könnte dann auch so, also dieses Brücktor würde dann da reinführen. Dann wäre der auch tatsächlich ungefähr dort an irgendeiner Kante, wo es eckig ist. Was jetzt exakt da ist, das wissen wir natürlich nicht. Wir machen hier mal drei, nennen das Ganze. Zeichnung ist natürlich dann halt auch ein Punkt im Außenbereich, der soweit okay ist, damit man da unterwegs sein kann. Um dann da wenigstens was, irgendwas zum Spielen zu haben. Auf der Spieloberfläche. Ich hoffe, dass er da ist. Blumige Hauswand. Die ist, also das ist natürlich schon beeindruckend, von der Größe her alleine schon. Historische oder kulturelle Bedeutung. Optisch einzigartig, kulturelle Bedeutung. Vielleicht nicht ganz so groß, wie wir das gerne hätten. Da gucken wir mal, wie das hier ausschaut. Gehen da runter und überlegen uns, kann es da sein in der Brückenstraße? Was sehen wir denn hier? Wir sehen hier einmal einen Schotterweg. Das ist wohl die Brückenstraße. Hier ist quer mit quer ein Gestänge an einem Haus. Die Straße runter. Gestänge mit quer ist da. Ist also, können wir hier 4 gehen, wir sehen es ja selber nicht, aber das scheint dann da zu sein. Das ist ein Wandbild. Zack, 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 zack. So kommen wir dann ja. Braunschweiger Hauptbahnhof, endlich 60. Zwischen gab es konkrete Planungen und wir hast du nicht gesehen. Auf dem Gelände hast du und dann Denkmalschutz. Dement, da sind die Braunschweiger aber froh. Endlich steht unser wunderschöner. Nee, es muss genau andersrum sein. Es handelt sich hierbei ja um die Informationstafel für den Bahnhof und nicht um den Bahnhof selber. Wir haben nämlich hier den Bahnhof, Central Station, E-Log Gedenktafel, Umgebungskarte Braunschweiger Hauptbahnhof und da hast du die Bushaltestellen oder Busbahnhof. Dann hast du hier noch eine Husch-Husch-Eisenbahn. Okay, das können wir also so ganz locker Braunschweig Bahnhof annehmen. Wir gehen davon aus, dass es da ist. Und es gehört dann zu Wissenschaft, Objekt, Bildung, Absenden. Und wir können dann gleich nochmal gucken, ob wir dann irgendwie auch schon wieder in den Bereich einer Kalkwerk. Hier seht ihr die letzten Fundamente der Seilbahn, die vom Dessner Steinbruch zum inzwischen abgebrochenen Kalkwerk Hermerode geführt hat. Betonklötze, Intrusive Wood. Die man aber so nicht sehen kann, ja, auf der Karte. Betonklötze into the wood. Wir überlegen uns, ob wir die machen. Ja, wir gucken uns die mal an und überlegen, ob wir die bewerten wollen, sonst können wir die auch überspringen. Fundamente Kalkwerk. Keine Informationstafel. Nehmen wir aber mit rein. Ich glaube das nämlich, dass das ein Fundament ist, weil ich so eine ähnliche Konstruktion schon mal gesehen habe. Und das ist halt interessant, weil das so ein Überbleibsel ist. Hier führt auch ein Weg lang, den man hier erkennen kann.
Da kann man also easy sich das dann halt auch anschauen bei einer Wanderung. Und das Ganze ist eine Ruinen, können wir da mal so sagen. Und hoffen, dass es darüber auf die Spieloberfläche kommt. Ich glaube tatsächlich, dass sich das Leute angucken wollen. Dass diese Hütte ist nicht verlassen, die ist eingefriedet und abgesperrt. Und deswegen hätte ich die abgelehnt, aber ich mache hier gar nichts, weil wir haben nämlich eine schöne gerade Zahl. Wir sind bei 750. Wir nähern uns also immer weiter wenigstens den 22.000. Das ist eine super schöne Geschichte. Ich liege sogar relativ günstig in der Zeit, habe ich gerade erkannt, weil ich habe da mal auf meinem OBS geguckt. Da läuft nämlich die Uhrzeit mit für meine Aufnahme. Vielen herzlichen Dank an alle Leute, die bis hierhin durchgehalten haben. Teilt das Video in euren sozialen Netzwerken. Das sollte ich vielleicht beim Anfang des Videos sagen, oder was meint ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare so einen Satz, solltest du Ausrufezeichen, falls ihr das Video bis hierher geschaut habt. Das wäre super freundlich. Reicht fleißig ein. Habt viel Erfolg mit euren Einreichungen. Beantragt bitte auch die Löschungen, wenn Portale, Waypoints, Pokestops nicht mehr existieren. Das gehört nämlich zur Pflege der Spieloberfläche. Wir entwickeln uns alle weiter. Wer diese Serie länger verfolgt, der erkennt, dass ich meine Meinung relativ häufig auch grundlegend geändert habe. Da lernt man immer dazu und es geht um ein stetiges Auf und Ab. Ich hoffe, dass das Ganze auch ein bisschen interessant macht. Und ansonsten lässt man sich das Geblubber halt einfach irgendwo im Hintergrund ein bisschen laufen und sich anerzählen und stürzt zum Bildschirm, wenn man denkt, da ist jetzt gerade was Interessantes. Ja, rechts und links gibt es wieder Teaser für andere Filme, die bitte alle komplett geguckt werden, vor allem die Playlists. Wir sehen uns im nächsten Video.